Herzlich willkommen vom Osttiroler Lütz am Lierser Hauptplatz. Mein Name ist Moser Ernst vom Restaurant Saluti. Ich bin Obmann von dem Verein Osttirol Deluxe. Das ist also eine Zusammenkunft eben aus Gastronomen, Produzenten und Köchen natürlich. Wir wollen in der Region eben die Energie weiterbringen, uns zu vernetzen, Produkte und Küche zu fördern. Also positive Geschichte für die Region auf alle Fälle machen. Wir sind eben da am Hauptplatz, eben jeden Tag Live-Cooking, jeden Tag ist ein anderer Koch da. Einige Gastküche sind auch da und man kann da wirklich jeden Tag live ein tolles Menü genießen. Mir gibt es heute eben einen Defriger Bergseibling, also ein ganz toller Produzent, der Plasnik, Günter Plasnik aus dem Defrigental. Der wird mariniert, ein bisschen peruanisch mit der Tiger de Leche. Das ist immer so eine Marinade mit ganz viel Limette drinnen und Kräutern. Dann gibt es dazu so Kohlrabi-Tascherl mit einem Osttiroler Frischkäse. Wassermelone ist dabei und ein bisschen Kapuzinerkresse. Dann haben wir noch einen Gang, gestern war noch im Wald, frische Schwammelklauben. Gibt es immer so ein Gerstl-Risotto mit Eierschwammel und Sommertrüffel. Dann haben wir noch als Hauptgericht ein Albenschwein, also ein Mülltalschwein, eigene Zucht. Und also Duroc-Mischung ist das, also wirklich ganz ein tolles Produkt. Sehr glückliche Schweine, wachsen sonst artgerecht auf. Wirklich super. Eben mit so fermentierten Gemüse gibt es dazu und der Karotten-Misa-Püree. Dessert haben wir eben so einen Bauernjoghurt, also als Schaum gemacht, dann gibt es ein Safraneis dazu, Marillentapioca und Absinth vom Schwarzer, eben der wird also drüber gesprüht über das Dessert, so ein ganz tolles regionales Dessert, mit ein bisschen Anklänge aus aller Welt, sagen wir mal so. Gewürze sind natürlich aus Indien, aus China und so weiter, lasse ich in meiner Küche ganz gerne einfließen, aber immer wichtig ist, das Grundprodukt soll aus der Region sein. Das ist uns ganz wichtig.